Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Mountain Blade Warband mit dem Floris Mod. Ja, es kann besser nicht gehen. Ja, wir haben eine Burg verloren. Also es war, den hat eine Burg verloren. Dafür habe ich wieder Dörfer bekommen. Nämlich das Dorf Toshta und das Dorf Amerik, also genau die gleichen. Wenn ich es doch zurückgeben will, weil sie so abgelegen sind, dann muss ich doch nicht wieder das bekommen, oder? Und wenn ich ablehne, bekomme ich sogar noch Ansehen minus. Also habe ich sie wieder angenommen, habe die gleiche wieder und Amerika gerade überfallen von den ganz vielen genervten Nords. Und die Nords haben es auf mich abgesehen, weil ich so viele von ihnen getötet habe. Könnt ihr meinen Trupp mal anschauen. Also Arcanaus sind noch drin. Die steigen wahrscheinlich nicht mehr auf oder erst ganz spät. Dann habe ich zum Beispiel... Wo sind die Guten? Die Guten sind wahrscheinlich ganz unten. Genau. Ein Freiherr Minor. Das ist sehr, sehr, sehr Elite. Das ist K7. Also siebte Stufe. Wahrscheinlich gibt es nur 7 oder es gibt vielleicht noch 8. Dann ein K6 Swadien. K5 Swadier. Nochmals K5 Swadier. Und insgesamt eben 78 Leute. Und das zeigt sich also natürlich auch hier in meinem Ding. Stufe 30 habe ich jetzt erreicht. Und als nächstes werde ich hier plündern, nach oben setzen, auch auf, nach oben bringen. Das werde ich natürlich dank Intelligenz noch also zweimal pro Level schaffen. So, und einen neuen habe ich auch reinbekommen, den Satchit. Der ist mir noch nie begegnet, aber jetzt ist er begegnet und ich kann ja nachher noch Floris mitnehmen, also der Floor ist der Modder, der hat sich auch verewigt im Spiel und der ist recht gut als Söldner. Aber das ist jetzt nicht, ich habe nicht nur Dörfer, ich habe auch eine Burg. Und ratet mal, welche Burg es ist, die am Ende der Welt. Wie heißt es jetzt mit R? Muss ich mal kurz gucken noch. So, ah, das ist 14. 14, noch ein gutes Schwert bekommt der Seppel über. Das meisterhafte Schwert. Schild kann er nicht tragen. Okay. So, nämlich diese Burg dahin. Diese. Die Burg Rheindi. Ich kann es kurz beweisen, indem ich auf Anmerkung Orde und dann Rheindi. Das ist wahrscheinlich bei B. Burg Rheindi, ja. Was? Oder ist es nicht Rheindi? Dann schauen wir mal kurz bei Charaktere. Ah, scheinbar habe ich es. Ah, ich habe es zurückgegeben, weil es immer belagert wurde, genau. Okay, aber dafür habe ich Praven geholt. Und das ist jetzt, ja, vor, als ich bei Suna war, habe ich es bekommen. Ich habe natürlich ein paar Leute bestochen, sonst hätte ich das nie mehr bekommen. Und jetzt schauen wir mal, also wir bekommen sehr, sehr viel Geld eben von Praven. Das ist sehr wichtig. Und, ja. Das weiß ich ja langsam. Ich bekomme einfach immer die oben. Wenn ich mal die bekommen könnte, ja. Aber die bekommt man nicht, weil die jemand ja gehören. Die das wahrscheinlich nicht abgeben wollen. So, dann können wir zum Beispiel hier mal Garnisonen stationieren. Was haben wir denn hier für Leute? Können die Guten mal rausnehmen? Ja, sind aber gar nicht so gut. Schade. Kopfgeldjäger nehmen wir mit. Was könnten wir denn ablegen?
mal, wie der aussieht. Rodok Miliz. Nein, die lassen wir. Ich würde die gerne hochstufen. Ja. Wir werden die ganz starken. Die werden wir hier rein tun. Aber dann verlieren wir sie. Nein, wir tun nichts rein. Außer vielleicht Karnau, aber die sind zu gut. Wir machen hier nichts. Wir könnten hier mal Ding. Ich habe eben immer noch Minus. Muss ich noch ein bisschen nach oben stellen. Hier die Beliebtheit. Verwaltet diese Stadt, genau. Errichtet eine Botenstation, einen Kerkerturm, baut eine Kaserne. Nein, ausbilden. Nicht eine Botenstation. So. Und geht zur Burg. Ah, jemand ist hier. Weil ich ja jetzt der König bin. Ah, der Kämmer ist hier. Wie sieht es in der Schatzkammer aus? Ihr habt im Moment 21.394 Dinar in der Schatzkammer und ihr habt Schuldenhöhe von keine Dinar. Ich möchte Gold in die Schatzkammer einzahlen. Dann machen wir das nicht. Ja, am Meer ist wahrscheinlich unerträglich. Weil jetzt gerade raus Ding ist. Und hier ist arm. Also, weil wir immer mit drei im Krieg sind, nämlich mit Kanat Kergit, mit Vergi und mit Nords, habe ich natürlich dort immer Ding und die kann ich gar nicht verteidigen. Deshalb lasse ich das mal. Die Steuern möchte ich gerne in Praven. Auch auf sehr niedrig. Ich habe alles auf sehr niedrig. Ich brauche das Geld nicht. Das habe ich vom Krieg genug. Und jetzt möchte ich noch kurz schauen, wie viel Geld wir haben. Und zwar haben wir 65.941. Also immer noch sehr, sehr viel. Ich habe doch irgendwo eine Krone gesehen. Die ist, glaube ich, bei Uxal. Nein, beim Marktplatz. Ja, hier ist sie leider nicht. Natürlich nicht. Die ist recht teuer, die Krone. Hat aber nur 4 Defensive. Darum habe ich sie mir nicht gekauft. Aber irgendwann bin ich auch mal König von einem eigenen Reich. Da möchte ich gerne eine haben, die nicht die Schwerter möchte ich nicht verkaufen. Das Schwert nicht. Und das Schwert nicht. So. Was wollte ich sagen? Ja, eben. Zuerst möchte ich Swadin helfen. Und eventuell Sandis Sultanat, weil die haben recht viel Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch im Krieg sind. Wenn wir noch im Krieg sind, dann verheeren wir mal ein paar Dörfer von denen. Von Rodok. Das schauen wir mal. Ja. Wir sind nicht mehr im Krieg mit Rodok. Deshalb. Wer ist Neutrale? Gibt es Neutrale? Keine Ahnung. Klickt auf den Link. Ja, da gehen wir Ding holen. Dann holen wir Floris, oder? Ja, ich denke, wir holen mal Floris. Das ist bei unserer Anfangsstadt. Und das war ja Ding. So, das war bei Diri mit der Krone. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Die Dame möchte ich noch aufsuchen. Das Banditenversteck ist, glaube ich, schon fertig. Das habe ich schon. Anmerkungen. Delinat. Also gehen wir über Uxal. Dann ins Rodenreich von Rodok. Das tötet ein bisschen blöd. Nein, nicht schon Rebelle. Ah, da wird wieder etwas Großes passieren. Aha, hier ist ein Turnier. Ah, das Turnier werde ich jetzt diesmal nicht machen. Ich habe schon immer wieder gewonnen.
Und irgendwann ist es recht langweilig und zu OP. So. Ich möchte gerne ein Gedicht dir vorlesen. Dies hier. Was? Mag sie nicht? Okay. Also mag sie. Naja, es tut ihr halt nicht mit. Sie mag's schon, also sie mag's schon, sie mag's nicht. Aber nicht so negativ, meine ich. So, wir brauchen sicherlich mal wieder ein bisschen Brot. Deshalb werde ich die Sachen hier runter tun. Brot, das recht teuer ist diesmal. Kaufen wir trotzdem ein. So. Also eigentlich läuft alles recht gut, aber es nervt gewaltig. Der Mod hat nur Krieg. Die ganze Zeit muss man Leute abschlachten, also den nachrennen und sie abschlachten und so weiter. Da ich im großen Kriegstopp nichts anfangen kann und die anderen wahrscheinlich sowieso nicht in der Nähe sind, werde ich die mal ignorieren. Gehe zuerst nach Uxal, schau, wo Delinard ist. Dann machen wir hier mal Krieg mit den Banditen. Die haben nämlich sehr viele Gefangene und das mag ich nicht. Ach komm schon. So, Schatten ist wieder mal schön blau. Genau. Boah, wieso ist es schon wieder so laut? Deswegen Fraps. So. Jetzt ist schon angenehmer. Ah, ich mag Reiter nicht. Wenn die die ganze Zeit den Weg blockieren. So, keine Verluste, ein bewusstlos, ein Kopfgeldjäger von den anderen. Nochmals ein Kopfgeldjäger, ja. Die sind viel zu schwach. Die hätten sie auch ein bisschen verstärken sollen. Ja, es sind nur Kopfgeldjäger, die Verluste. Vielen Dank. Die werde ich mitnehmen. Jetzt haben wir hier. Nö, keine. Ja, so viel werden wir mitnehmen. Der Rest kann die Truppe haben. So, in Uxal, ich hoffe, der ist hier, Delinard. Zuerst kurz in die Schenke, aber hier ist Mathild. Okay, willkommen. Zurück, die habe ich mal abgelegt. Ich glaube, das war noch im Let's Play. Aber das habe ich jetzt mittlerweile ausgemacht. Das nervt nur noch. Die Leute immer etwas zu lästern haben. Knudar. Oh, was ist schon wieder Knudar? Puh. Knuda ist wo? Ah, da oben. Ja, da gehe ich jetzt nicht hin. Nein, jetzt greifen die wirklich Praven an. Das sind solche. Die ganze Zeit verlieren wir Praven, dann bekommen wir es wieder. Verlieren wir wieder Praven. Immer ist Ziel Praven. Zum guten Glück habe ich da nicht Wichtiges dabei. Ich mag die Nords nicht. Die Nords meinen immer, sie seien sehr gut. Dabei verlieren sie die ganze Zeit.
Ja, genau. Und dann belagert doch Gnu da nicht mehr weiter. Ah, oh, Menno, die KI manchmal. Richtig blöd. So, wir müssen Pram verteidigen. Deshalb gehen wir zurück und locken mal einen weg. Das mache ich eigentlich meistens. Einen einfach weglocken und dann angreifen. Ich kann Truppen mit 150 Leuten kann ich easy killen, ohne Verluste. Da haben wir mal den 120er weglocken. Sind nur drei. Sind halt hochstufige. Ja, die bleiben hier einfach. Das ist schlecht. Ah. Garnison stationieren. Das wäre eigentlich die einzige Idee. Wir könnten hier ganz viel reintun und dann wieder rausnehmen. Sind zu viele. Nein, das riskiere ich nicht. Dann verliere ich halt Pram wieder. Aber auch nur, weil die Verbündeten, also die Swadier, mich nicht unterstützen. Also wenn sie belagen, dann werde ich sie angreifen. Aber nur dann. Und kurz noch speichern. Wo ist das? Ja, das hier. Brafen verteidigen. So. Und danach mal schauen. Azgad, wo ist denn Azgad? Mal kurz schauen, wo Azgad ist. Keine Ahnung. Ist noch was rot? Hä? Wo ist denn Azgad? Ah, da. Ja, klar. Okay. Vor der Schnauze. Ja, toll, Leute. Hey. Wie soll ich das verteidigen? Niemand kommt. Dann sollen sie doch in Felder. Das ist so böse. Wo sind die Truppen, wenn man sie braucht? Die Leute werden doch informiert oder werden sie nicht informiert? Wie soll ich denn das machen? Ja, die werden automatisch informiert. Die sollen kommen. Ja, jetzt kommen sie langsam mit kleinen Trüppchen. Ach, so ein Dreifrontenkrieg ist nicht gerade. Ja, ich konnte nichts machen. Ja, kommt ihr endlich? Oh nein. Die werde ich jetzt angreifen. Die werde ich jetzt angreifen. Ich werde sie. Ja, genau. Feind helfen. Karawane natürlich. Ist ja so verwirrend. Am liebsten möchte ich einen eigenen Mod machen. Aber dazu fehlt mir die Zeit. Und dazu, fehlt mir das Wissen, aber ein bisschen das Spiel verändern oder so kann ich vielleicht mal machen. Oder wenn ihr Lust habt, mit euch zusammen. So, jetzt muss ich schauen, wo genau die Truppen kommen. Die kommen über den Berg. Ja, da kann man nicht viel machen. Gute Schütze bin ich ja mittlerweile. Aber so guten Zielen bin ich nicht, weil mich die Ego-Shooter-Künste fehlen. Beziehungsweise wegen dem Pfeil, der einen Bogen macht. Bleib hier.
Da kommen sie. Ja, da trifft man natürlich keinen. Hallo, gehst du mal bitte weg von mir? Ja, die blocken mit dem Schild. Ja, jetzt habe ich getroffen. So, alle angreifen. Die haben gute Truppen. Aber nicht so gute Truppen wie ich. Wenn meine Truppen dann auch auf das Schlachtfeld kommt. Weil es nur Karawanenwachen hier. Dann geht es natürlich viel besser. Aber weil ich ja dem Kampf zu Hilfe gekommen bin, habe ich natürlich am Anfang keine oder fast keine Truppen drauf. Ja, Städtler. So, schon alle tot. Da oben kommen noch mehr. In diese Richtung. Ja, da kommen sie. Mit ihren Pferdchen. Ja, genau, Maultier, hau ab. Monika, die Maultiertöterin. Ein ehrenhafter Titel. Da kommen die Äxte geflogen. Sagte ich schon ein Level ab. Aua. Ich komme so langsam nach oben, deshalb bekomme ich jetzt die meisten der Schüsse über. So, jetzt können sie mich nicht mehr abschießen. Aber ich greife natürlich nochmals an. Die KI kommt die Berge nicht hoch, deshalb muss ich das natürlich erstmal. Ping! Pling, pling. Nein, nee, der habe ich doch getroffen. Pff, hau doch ab. Feigling, Feigling. Ich verstehe irgendwie nicht, wieso ich mein Helm voller Blut wird, wenn ich angreife. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Verlust habe, ist mein Helm trotzdem rot. Wahrscheinlich wegen dem Spritzer. Wegen dem kleinen Spritzer ist es so rot. Vor allem, was ist mit Mountain Blade Warband 2? Das wurde angekündigt und dann war tot. Dann war Stillschwein. So schade, ich hätte es wirklich gefeiert. Wenn ich auch ein bisschen mehr Infos hätte. Ich habe schon 104 Ansehen bei Svanien. Wow. Ja, genau, die fliehen natürlich die ganze Zeit. Schade. Ja, das nur noch 15 wert. Einen haben wir mal weggeschmissen. Ja, dann greifen wir natürlich die an. Ja, Feind ist schon wieder oben. Irgendwie ein bisschen verbockt. Keine Ahnung. So, wir gehen hier auf den Berg. Ja, ein bisschen weiter weg da, wo auch die anderen ein bisschen Platz haben. Ah, hier kommen schon ein paar. Das ist doch eine sehr gute Sniper-Position. So,
Leider sind die recht schnell. Ich hoffe, die trifft man. Ja, nein. Wenn sie schon wieder nach rechts gehen. Natürlich nicht. Da oben kommen sie ja. Aber alle haben Angst und haben ihr Schild oben. Das Schild kann auch irgendwie einen Meter daneben abwehren. Bisschen zu OP. Ja, wir greifen an. Sonst haben die Verbündeten keine Chance. So, und zwar nicht zu weit nach vorne und auch nicht genau dort, wo die Reiter durch müssen. Ja, toll. Ihr seid so blöd mit ihren Pferden. Sollte man doch irgendwie anders eine andere KI geben können. Hey, helft mir doch mal! Ich block mal nur. Ah. Was seid ihr denn da unten? Und das von uns. Ach komm. Ich kann nicht viel machen, weil ich verletzt bin. Stark verletzt. So zu kämpfen ist wahrlich scheiße. Ah, komm schon. Das sind alles nur Reiter. Die kommen hier nicht hoch. Die greifen mich an. Das ist nicht gut. Den greifen wir an. Nicht getroffen. Lieb das Pferd getroffen, genau. So, jetzt habe ich mal getroffen. Das reicht mir. Ich kann das Schild nicht nehmen, weil ich zwei Handschwerter in der Hand habe. Ich kann es so mal probieren. Nein, geht nicht. Okay, von mir aus. Ich hab Feierabend. Der Speer ist auch interessant. Der fliegende Speer. Wieso nicht? Ich habe nur sehr wenig geeignete Truppen. Diese mit dem weißen Teil sind meine. Nicht die mit dem großen weißen, sondern die mit dem kleinen. Was ist es? Ein Pferd, ja. Das sind meine Truppen. Ja, neue Feinde sind eingetroffen. Wir bekommen natürlich keine Verstärkung über. Auch gut, schlecht. Ah, na ja, das Spiel ist schon ein bisschen. Oh, ein Lohnkling ist gestorben, aber hoffentlich nicht von uns. Aber eben, die sind viel zu teuer. Ich habe zwar mehr als genug Geld, aber sie sind mit irgendwie 50 Goldmünzen zu teuer pro Monat. Oder pro Woche sogar. Chevalier und Kenau ist gestorben. Oh Mann, oh Mann. Ich habe schon so viel auf Wundbehandlung und so. Ja, kommen endlich Verstärkung. Wow. Ich habe gerade geschaut. Ja, Feinde sind aber auch neu gekommen. Naja, ich mache jetzt gerade mal nichts mehr. Ich schaue mir den Köcher hier an. Sehr gute. Ding. Rick, Ding. Ja, wie sagt man?
Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Anziehungskräfte. Ja, noch ein Kenner ist gestorben. Ein Freisasseschütze. Oh, vom Meer aus. Schade, dass man kein Leben irgendwie bekommen kann. Keine Heal-Bubble. Nix. Noch mehr Feinde, wieso nicht? Das nächste Mal nicht so aggressiv sein, dann könnte ich noch helfen. Vielleicht von der Seite angreifen. Ja, es kommen wieder neue. Das ist so, wenn man gegen 700 andere kämpft. Es ist nicht sehr gut balanciert. Und größere Schlachten gibt es ja leider nicht. Ah, ich vergesse es. Ja, okay, so könnte man wieder besser angreifen. Getroffen? Nein. Ach man, nur noch drei Pfeile. Aber momentan läuft es recht gut. Zwei sind noch wieder gestorben. Naja, läuft nicht so gut. Es ist jetzt ungefähr 80 gegen 700. Weil die anderen kommen einfach nicht. Es kann einfach niemand kommen. Niemand trifft ein, gar nichts passiert. Ist recht schade. So, was haben wir verloren? 11 verloren. Ja, leider. Die anderen? 32. Gesamt 77 plus 28. Bisschen mehr als 80. Also, 228 Soldaten gegen 2. Machen wir noch. Angriff. Da greifen wir von Tal an. So richtig frontal. Na, wo seid ihr? Da oben sind sie. Ja, geht noch langsamer nach oben. One-Hit-Kill. Two-Hit-Kill. Victory! Schlimme, schwere Schlacht. Keine! Okay, keine. Ha! Das ist der König. Ihr seid nun mein Gefangener. Ha. So. Ja. Aber immer nur Schrott. Man bekommt eigentlich keine guten Items über, wenn man bei Schlachten mitmacht. Nun gut, werdet ihr so wieder belagern. Ich denke später dann. Ja, ich hab's verloren. Ich werde wahrscheinlich wieder laden müssen. Ja, okay. Ich werde einfach vor der Schlacht wieder Ding und werde dann das bisschen besser planen, dass ich nicht so viele Verluste habe. Und man sieht sich dann wieder, wenn es etwas gebracht hat oder nicht, je nachdem.
Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bye.